herzlich willkommen zur 13. Folge von Trains and Words 2 zusammen mit Tobi. Hallo und herzlich willkommen zur Unglücksfolge. Ja. Und das war kein Joke über die 13. Es ist die pure Realität tatsächlich. Denn wie euch vielleicht aufgefallen ist, kam letzte Woche kein Video, weil wir mit der Aufnahme von dieser Folge so ein paar Probleme hatten. Darauf werden wir dann noch im Laufe der Fahrt nochmal drauf eingehen, wie das genau aussah. In der letzten Folge, also vor 2 Wochen, sind wir den RE3 von Chemnitz nach Dresden Hauptbahnhof gefahren. Und jetzt fahren wir... kurz noch ein bisschen, weil die Map muss noch beladen muss. Jetzt fahren wir in die Gegenrichtung, die RB30 von Dresden Hauptbahnhof nach Chemnitz Hauptbahnhof. Mit halt an allen unterwegs halt, ne? Und nochmal als kurze Erläuterung für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Das Ganze spielt 2012. Deswegen fahren auch DB-Züge heutzutage, fahren hier 440er Triebwagen von der Mitteldeutschen Regiobahn. Jetzt haben wir hier eine 143 mit 2 Dostos von der DB. Ich hätte auch gerne die Ansagen von damals gemacht, weil ihr wisst ja, ich blende immer so die Ansagen mit der Grund ein, damit es aufgepeppt ist, das ganze Let's Play. Da habe ich aber keine gefunden davon, deswegen habe ich jetzt einfach Ansagen mehr einsprechen lassen, dankenswerterweise von der Lisa. Ihr habt doch in der letzten Folge schon gehört, nur habe ich da Lisas Namen nicht einmal erwähnt, warum auch immer. Und ja, die habe ich einsprechen lassen und jetzt werden wir mit den Ansagen, die da Lisa für mich eingesprochen hat, fahren anstelle von den DB-Ansagen. So, wir machen die SIPA an. Wichtig ist, es kommt darauf an, ob bei welchem... Chemnitz müsste den Schalter hier umlegen. Bei der Strecke Dresden-Riesa, zum Beispiel bei dem VVO-Doppelstockwagen, der da geliefert wird, da muss dieser Schalter nicht umgelegt werden. Und die PZB machen wir auch noch an. Und dann ist auch die Zeit dran. Wir können die Türen schließen. Müssen das Fenster noch aufmachen. Aha. Jetzt konnte ich gar nicht zusehen, wie die Türen geschlossen wurden, weil ich das Fenster nicht offen hatte. Egal. Mir passierte, das reicht schon einmal in 1000, wo du das vergisst und du knallst deinen Kopf einfach gegen die Fensterscheibe. Ja, so, Bremsen gelöst und wir fahren los. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Dresden-Plauen. Kennt mich ja, die 143 ist ja meine Lieblingsstrecke, mit der wir hier fahren. Jetzt müsste gleich auch noch die Begrüßungsansage von unserer Zugbegleiterin Hanna kommen. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin, weil ich bin 10 km zu schnell. Das wollen wir nicht haben. Geschwindigkeitsprobleme hatten wir übrigens auch schon viele hier. Sehr geehrte Fahrgäste, das Team der Mitteldeutschen Regiobahn begrüßt Sie in der Regionalbahn nach Zwickau über Freiberg und Chemnitz mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Fahrgäste ohne gültigen Fahrausweis kommen bitte umgehend auf mich zu, um ein Ticket zu erwerben. Ich befinde mich zurzeit im hinteren Teil des Zuges. So, jetzt finden wir uns auf dem Regelgleis hier in Richtung Chemnitz. Und ihr habt es ja vorhin in der Ansage gehört. Unser nächster Halt ist Dresden-Plauen. Problem bei den Regionalbahn-Szenarien an sich ist nur, dass wir für die ganzen kleinen Unterwegshalte, wie Dresden-Plauen und so fort, wo halt eben kein Regionalexpress oder so auch hält, dass wir dafür keine Ankunftszeit hier angezeigt bekommen im Spiel. Ihr seht das aktuell, es ist 9.09 Uhr und Ankunftszeiten sind nicht angegeben. Es gibt nur Abfahrtszeiten. Das heißt, erst wenn wir angekommen sind am Halt, sehen wir dann auch, ob wir pünktlich sind oder halt eben, ja, oder ob wir zu spät sind. In der Theorie deswegen sollte es auch nicht relevant sein, wir sind nämlich immer pünktlich. Ja, in der Theorie. In der Praxis hast, hier dein Buchfahrplan, da steht dann drauf, auf die 10. Minute genau, wann du ankommen musst, wo solltest. Oder du machst es halt einfach als Lösung des Problems. Wer keine Verspätung sieht, der hat dazu keine Verspätung. Ja gut, ich glaube, dass die Lösung mögen aber die Fahrgäste eher weniger.
So, 70. Hier drüben. Weil die wissen es ja nicht, dass der Zug zu spät kommt. Die haben ja keine Uhren oder so, auf die drauf schauen können oder Fahrpläne, auf den Dropship an, wer fahren sollte. Ne? Die alle entfernt. Aus dem Internet, aus den Gedächtnissen, überall. Niemand weiß mehr. Irgendwelche Fahrpläne. Yep. So, da muss der Güterzug die 185 mit den dahinterliegenden Güterwaggons hier am roten Signal warten. So, hier geht's einmal unter der Nossener Brücke durch. Da sollte ja mal einen S-Bahnhof hin, wurde mal geplant, aber hat die Stadtverwaltung wieder verworfen. Nächster Halt, Dresden-Plauen. Ausstieg links. Und aus diesem Grund ist, wie ihr gerade eben gehört habt, unser nächster Halt eben Dresden-Plauen und nicht Dresden-Nossener-Brücke. Wäre zwar ein ganz netter S-Bahn halt gewesen, auch ein bisschen praktisch, weil der hätte ein relativ großes, der hätte Löbtau angeschlossen, ein relativ wichtiger Stadtteil, eher am Rand von Dresden, ne? Wo recht viele Menschen leben, deswegen wäre ganz nett gewesen, aber die Stadt meinte, nö, den braucht man nicht, weil die Brücke soll in ein paar Jahren abgerissen und neu gebaut werden, weil die ist aus den 60er Jahren oder so und der Beton hat auch nicht mehr die beste Optik. Und die wollen da eine Straßenbahn, also noch eine Straßenbahntrasse drauf bauen. Und dazu muss die Brücke auch breiter werden, deswegen ja, lohnt sich das mal, die auch neu zu bauen. So, und da sehen wir den Haltepunkt Dresden-Plauen, wie er sich noch bis 2019/20 gezeigt hat. Seit letztem Jahr wird der sukzessive neu gebaut. Mittlerweile sieht der ganz anders aus. Mittlerweile einen schönen, wunderschönen neuen Bahnsteig. Wird aber noch gebaut. Deswegen ist auch aktuell nur das Richtungsgleis in Richtung Dresden befahrbar. Also das, was auf dem wir hier gerade fahren, das ist aktuell gerade gar nicht befahrbar. Dresden, Plauen. Ausstieg links. So, Leute steigen ein und aus und wir schließen die Türen, denn es ist an der Zeit schon wieder dran. Na komm, husch uns aber schneller raus noch. Ja, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger offen lassen müssen, weil die Leute sind jetzt gerade noch zur Tür gehechtet, die letzten. Ist die Frage, ob die zu spät waren oder? Nach Zwickau Hauptbahnhof. Hier. Nächster Halt. An sich war die Tür eigentlich gerade kurz offen, also ich habe ja halbe Minute war ja die Regelöffnungszeit. In der Realität sagst du ja nicht so, okay, jetzt nach einer halben Minute mache ich die Tür auf jeden Fall zu, sondern da schaust du halt eben, klar ist da zum Beispiel jetzt eine halbe Minute Standzeit eingeplant zum Beispiel. Muss halt eben schauen, wenn jetzt nur zwei, drei Leute einsteigen, kannst du die Tür schon ein paar Sekunden eher zumachen, ne? Wenn jetzt auch halt mehr Leute ein- und aussteigen, dann musst du die Tür halt eben erst zumachen, wenn alle Leute ein- und ausgestiegen sind. Deswegen, das hatte ich auch mal, bin auf der mit der S-Bahn Dresden, also wir als Freundesgruppe sind gefahren, du warst auch mit dabei. Ja. Yep, sind wir gefahren, sind in dem einen Bahnhof eingestiegen und wir wollten, wir sind da in der Sächsischen Schweiz gewesen, sind in Pirna eingestiegen, wollten dann zum Dresden Hauptbahnhof fahren, ist eine Fahrtstrecke von relativ genau 20 Minuten. In Pirna hatte die S-Bahn plus 1, in Dresden Hauptbahnhof die Anschlussansage, die dann der, der Kundenbetreuer gemacht hat, der Zugbegleiter gemacht hat, da hat er was erzählt von, aufgrund der erhöhten Fahrgastaufkommens haben wir jetzt 9 Minuten Verspätung. Sagen wir so, unser Zug war dezent komplett überfüllt, wir haben uns auf den Treppen gestapelt, weil nämlich die S-Bahn vor und nach uns ausgefallen ist. War in der Hauptverkehrszeit, da waren ja noch Verstärker. S-Bahn auf der S1, die davor ist ausgefallen und die 10 Minuten nach uns ist auch ausgefallen. Glücklicherweise, sonst hätte die nämlich auch Verspätung bekommen. Wenn wir 9 Minuten Verspätung haben und 10 Minuten nach uns die nächste kommen soll, da liegt irgendeine dezente Diskrepanz vor, ne? Ja, aber nur dezent, ne? Ja. So, jetzt haben wir auch Dresden langsam verlassen, ne? Und sind jetzt relativ mehr oder weniger fließend übergangen jetzt nach Freital gekommen. Ist ja eine Patchwork-Stadt, wie ich das nenne. So eine Stadt, die sich aus mehreren Dörfern zusammensetzt, die man einfach in den 1920er Jahren dann mal zu einer Stadt zusammenfusioniert hat. Und das erste Dorf hier ist dann Potschappel. Nächster Halt, Freital Potschappel. Ausstieg links. Beziehungsweise, wie ihr gerade gehört habt, wie so eine Ansage heißt, Freital Potschappel. Das ist so eine Sache, in den letzten
36 Aufnahmen versuchen, die wir hatten für diese Folge, gefühlt. Nein, das waren nicht 36, es waren 6. Haben wir auch drüber philosophiert, was jetzt richtig ist, ob Potschappel oder Potschappel. Denn bei den alten Ansagen der Mitteldeutschen Regiobahn, MRB, da sagen sie Potschappel. Bei den Ansagen der DB sagen sie auch Potschappel, weil die DB fährt noch auf der S3 zwischen Dresdorf und Fotarand, die wir uns auch nochmal ansehen. Da fährt die DB nach wie vor drauf. Das ist auch Freitag Potschappel. Nur bei den neuen MRB-Ansagen, die ich von Elisa habe, dankenswerterweise nachahmen lassen, da sagen sie Freital Potschappel. Deswegen sollte jemand unter den Zuschauern sein, der eine Ahnung hat, wie man denn das ausspricht, Potschappel oder Potschappel, der darf das gerne mitteilen, weil wir sind uns da nicht ganz einig. Und zu keinem sinnvollen Ergebnis gekommen. Freital, Potschappel. Ausstieg links. Also die Verspätung aktuell befindet sich im niedrigen Sekundenbereich. Das ist gut. Ihr seht's, 16 ist Abfahrt und jetzt haben wir 16.05 und die Türen sind zu. Also, man kann von pünktlich reden. Definitiv. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Freital Däuben. Ich muss ja ehrlich auch sagen, das Fahren mit so Lokomotiven und Wagen, das ist für mich auch was Neues, weil bisher bin ich in TSB 2, also bis ich die Dresdriesa gekauft habe, bin ich ja nur Triebwagen gefahren. Und das ist schon was anderes, weil so bei Triebwagen, da kannst du auch vollen Stoff geben. Aber bei Loks zum Beispiel hier, da ist es wichtig, also vollen Stoff geben, das geht in der Regel eigentlich nicht. Bei vollem Stoff, da drehen die Lokomotiven immer durch. Also muss man jetzt auch zunehmend angewöhnen, halt eben, dass ich nicht immer auf 100% Leistung gehe bei den Lokomotiven, also vor allem bei Lokomotiven, sondern nur so auf so 60-70% Leistung gehe, beziehungsweise wenn es halt eben nass ist, dann natürlich noch weniger. Nächster Halt, Freital Däuben. Ausstieg links. Ansonsten Lokomotiven haben dann noch mehr Power. Ja. Ich meine, so eine Lokomotive, die muss ja nicht nur so einen kleinen Zug ziehen, klein in Anführungszeichen, was wir jetzt haben, sondern die zieht halt auch so einen Güterzug, ne? Richtig. Weil so ein Triebwagen, da sind die Motoren und die Kraft davon und alles Mögliche, ist ja darauf ausgelegt halt eben, dass die halt eben nur diesen Triebwagen mit der berechneten Personenmasse halt eben transportieren können. Und dementsprechend ist halt eben auch die Leistung. So eine Lokomotive hat natürlich aber auch viel Leistung, wenn sie wenig Wagen ziehen, jetzt so zwei Personenwagen ziehen, das ist ja nicht vergleichsweise wenig Gewicht und trotzdem hat die Lok die gleiche Kraft. Und wenn sie so einen Güterzug mit so ewig vielen Anhängern von der Stelle bewegen möchte, ist ja ein viel höherer Kraftaufwand, als so zwei Doppelstockwagen hier wegzuziehen, und deswegen braucht die Lokomotive an sich auch viel mehr Kraft. Deswegen, bei Güterzügen kann es schon vollen Schub geben, aber halt eben bei so kleinen Zügen halt eben nicht. Freital Däum. Ausstieg links. Wobei man da wahrscheinlich auch einfach Software entwickeln könnte, die da das Fahrverhalten dementsprechend anpasst, oder? Wenn du in der Lok der 143 ja direkt drin sitzt, ich bin ja hier im Triebwagen, dann, hast du da auch einen WLAN, mit dem du einstellen kannst, wie viel Prozent der Geschwindigkeit halt eben die Lok geben soll? Also wie viel Prozent Leistung? Ja, aber dass man jetzt zum Beispiel das macht, dass man die 100% bei einem Schubregler sozusagen runtersetzt. Das ist praktisch 100% auf dem Schubregler sind, was weiß ich, 70% von der Gesamtleistung. Wäre wahrscheinlich aber unnötig, das zu machen. Ja, durchaus. Nächster Halt, Freital-Heinsberg. Ausstieg links. So. Jetzt wird es ein bisschen eng, weil hinter Däuben jetzt kam direkt schon 1,3 Kilometer später jetzt direkt schon Freital-Heinsberg. Da brauche ich gar nicht so stark beschleunigen. Und jetzt sollten sich hier gleich auch die Anlagen der Schmalspurbahn erstrecken. Ne? Denn wie ich in der letzten Folge schon erzählt hatte, beginnt hier die Schmalspurbahn nach
Heudeswalde und Kurort Kipsdorf. Die Weißritztalbahn, weil ihr letzte Woche irgendwas erzählt, von 2013 wurde die vollständig eröffnet. Nein, ein paar Schätze, dass 2017, dass die in voller Länge bis Kurort Kipsdorf eröffnet wurde. Aber gut. Na guck mal, da drüben ist ein Güterzug. Den haben wir schon mal gesehen heute, glaube ich. Der stand an Dresden Altstadt. Heital, Heinsberg. Sehen wir hier gerade verdammt links. Ähnlich. Ja. So. Aber wir sind immer noch gut in der Zeit. Ja, nur 20 Sekunden. Aber ich muss sagen, weiß nicht, wie es euch geht, Zuschauern, aber ich glaube, einem muss das langsam ein bisschen auf den Keks gehen, wenn hier ein guter alter mitteldeutscher Regiobahn-Manier, MRB-Manier, da pro Station 3 Ansagen um die Ohren gepfeffert bekommt. So bei den, vor allem bei den kurzen Intervallen. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Freital-Heinsberg West. So, dann hier die Schmalspurbahnstrecke. Hier unten haben wir auch den Bahnsteig der Schmalspurbahnstrecke. Die geht's einmal hier und runter durch und gleich auf der anderen Seite wieder. Ja, was willst du sagen? 1,4 Kilometer Abstand ist halt echt nicht Nächster viel zwischen halt zwei Bahnen. Ja, Freital, Heinsberg, West. So. Aussteht jetzt kommt links. Die hier nach oben, die Bahnstrecke. Von hier kommt wieder das Gütergleis. Das ist mal kurz ein bisschen verlassen. Das ist kurz die andere Weißeritz-Seite genommen. So, jetzt geht's hier wieder runter, die Bahnstrecke. Und dann biegt ihr gleich ab, weil hier ungefähr trennen sich jetzt nämlich auch die... trennen sich die Weißeritz auf jetzt in ihre Quellflüsse Rote Weißeritz und Wilde Weißeritz. Die Schmalspurbahn folgt der Roten Weißeritz und wir folgen der Wilden Weißeritz weiter. Also bremst jetzt erstmal, weil jetzt direkt schon wieder Heinsberg West kommt, nämlich. Der jüngste Halt hier auf unserer Strecke. Der wurde in den 70er Jahren, glaube ich, eröffnet. Für die Anwohner und Betriebe hier, das sieht ihm auch einen Bahnanschluss bekommen an die Vorortverkehre von Dresden, ne? Na, 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 na. Ey, 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 ey. Freital, Heinsberg, West. Aussteht. Das war aber schon wirklich knapp. Okay. Ich kommentiere es mal nicht. Das war aber schon ein bisschen knapp, die Bremsung. Außerdem gehauen noch. Wenn es auch nicht so ganz ein und sauber war. Man kann aussteigen RB und einsteigen. Ja, das hat gereicht. Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Tharandt. So, 2,2 Kilometer bis Tharandt. Und dann haben wir es auch geschafft mit den engen Intervallen. Dann kommt man langsam wirklich in den Regionalbahnmodus mit doch mal ein paar Minuten und ein paar Kilometern Fahrzeit, nicht nur 1,2 Kilometern, weil hier bis Tharandt fährt nämlich noch die S-Bahn und danach kriegt die Strecke dann schon ihren Regionalbahncharakter und verschwindet, also und lässt den S-Bahncharakter hinter sich. So, gucken wir mal, kennen wir den Güterzug nicht? Tja, weil das Güterzuggleis endet hier in den Tharandt nämlich und fädelt sich in den Bahnhof ein. Die Bahnhofstruktur hatte ich glaube in der letzten Folge schon mal erklärt, ich kann die jetzt gleich nochmal erklären. Aber es fädelt sich halt eben hier ein, das heißt der Güterzug müsste sich auch einfädeln. Und leider haben wir schon grün bekommen und der Güterzug muss halt jetzt warten, ehe wir durch sind. Nächster Halt. Was heißt leider, ne? Naja, Ausstieg links. Aber wäre halt ganz cool gewesen, wenn der Güterzug noch geschafft hätte, vor uns hier reinzukommen. Weil so müsstet ihr jetzt nicht hinter uns herschleichen. So, eigentlich wären wir jetzt tatsächlich in der Realität auf das Gleis 1 rübergefahren, weil da halten nämlich die Regionalbahn und Regionalexpresse in Richtung Chemnitz bzw. weiter Zwickau und Hof. Aber hier im Simulator halten auf Gleis 2, wo eigentlich nur die Züge der S3, die hier in Tharandt wenden, halten. Wenn wir gleich halten, kann ich es nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf erklären. Muss aufpassen, 1000 Hertz-Überwachung. Das heißt, wir werden gleich zum Stehen kommen und das am Bahnsteig und das wird dann restriktiver Modus. Das heißt, die Losfahrt dann erstmal nur mit 45 km/h. Ehe wir dann uns befreien können und dann wieder hoch können auf unsere 60 km/h, die uns ja gerade angekündigt wurden. Dann haben wir eine Regionalbahn in die Gegenrichtung.
Also halten wir hier mal. Oh, jetzt haben wir eine Minute Verspätung. Eieieiei. Tarant. Warte. Ausstieg links. So, hier haben wir das Gleis 1, das ehemalige Güterzuggleis. Das ist das durchgehende Hauptgleis in Richtung Chemnitz, das Überholungsgleis in Richtung Chemnitz, das Überholungsgleis in Richtung Dresden, das durchgehende Hauptgleis in Richtung Dresden. Und so ist hier die Ordnung und die Gleise gehen auch gleich alle wieder zusammen. Nämlich, so, holen wir noch kurz raus, während die Türen hier schließen. Zack, da waren sie zu. Und dann fahren wir los mit unseren 45 km/h erstmal. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Edle Krone. So, ihr seht schon, 3,7 Kilometer ist doch ein bisschen angenehmer. So, einmal aus dem restriktiven Modus und aus der 1000-Hertz-Überwachung zugleich befreien. Weil die 1000-Hertz-Lampe nämlich ausgeht, kann man sich aus der 1000-Hertz-Überwachung befreien. Mit der PZB-Freitaste natürlich. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich muss sagen, da bezüglich PZB habe ich jetzt auch durch die Tutorials, ja, das PZB-Tutorial, das kommt noch, keine Sorge. Ich habe nur letzte Zeit halt eben keine Zeit dafür gefunden, das zu machen. Aber dadurch, dass ich die Tutorials für PZB, SIFA, LZB und AFB gerade vorbereite, habe ich mir auch einiges ja durchgelesen nochmal und auch ein paar Sachen aber dazugelernt, die mir vorher noch gar nicht klar waren. Aber ist ja auch klar, ich bin ja noch kein professioneller Triebfahrzeugführer, sondern eben nur einer, der das jetzt Amateur am Computer macht. Und so 100% alle Regeln kenne ich da auch noch nicht. Also ich weiß, wie man so einen Regelbetriebsablauf macht, aber zum Beispiel Fahrt mit schriftlichem Befehl oder so ein Mist oder Gegengleisfahrt ohne Gegengleissignal sofort und so ein Mist. Ja, das sind auch so Sachen, die kann ich alle nicht, aber das liegt einfach daran, dass solche Sachen im Simulator eben nicht vorkommen. Das höchste der Gefühle, was du da mal hast, ist halt eben mal eine signalisierte Gegengleisfahrt mit Gegengleisanzeiger. Aber gut. Deswegen. So, bremsen wir mal runter, weil 5 km/h zu schnell, das, nee, das muss nicht sein. So, jetzt mal ein bisschen Stopp geben wieder. Ah, ihr seht schon, jetzt kann man ein bisschen mal fahren auch, ehe wir den schon wieder anhalten müssen in Edelkrone. Schöne Landschaft genießen. Ja, das macht es doch noch ein bisschen angenehmer. Und die Strecke hat ja auch eine wunderschöne Landschaft. Hier im Erzgebirgsvorland. Nicht nur dieses unglaubliche Streckenprofil mit, was jetzt auch gleich beginnt. Wir sind ja jetzt hinter Tarant, also beginnt ja auch die Taranter Rampe. Nicht nur mit den, bis zu 2,7% steigen. Ich habe ja letztes Mal etwas von 2,3% geredet. Sondern eben auch noch diese wunderschöne malerische Landschaft, wo die Architekten ihrer Zeit ja auch wirklich, also wirklich vollste Leistung gegeben haben, solch eine steile Strecke zu bauen, die ja ursprünglich erstmal mal überlegt hat, dass man hier eine Bahnstrecke von Tarant weiter zu Freiberg bauen möchte. Von Dresden bis Tarant hat man es ja relativ schnell und unkompliziert gebaut. Man wollte dann bis Freiberg verlängern. Und da ist ihnen halt aufgefallen, jo, für unsere aktuelle Zeit ist das noch unmachbar. Und dann haben wir wirklich da ewig lange probiert und dann waren sie auch froh, dass die Technik weiter fortgeschritten war, dass man dann auch so steile Strecken bauen konnte und auch, dass solche steile Strecken dann auch von Lokomotiven befahren werden konnten, weil die Lokomotiven natürlich auch immer kräftiger wurden und so natürlich immer mehr auf dem Kessel auch hatten und immer stärkere Steige überwinden konnten. Aber trotzdem musste immer hier in Tarant oder in Dresden immer noch eine zweite Lokomotive angekoppelt werden früher, weil ansonsten, die hätten das einfach nie geschafft, die wären die Steigung hier rückwärts runtergerollt. Die seht ihr jetzt zum Beispiel bei 2,5% schon. Und das ist ja noch immer der Peak, also da geht es ja noch mal stärker. So, unten, ihr seht ja die wilde Weißeritz. Und wir schlängeln uns hier mal so ein bisschen mit mal zu schnell, mal zu wenig entlang der Strecke hier. Und dann auch gleich mal eine edle Krone halten, ne? Und das möglichst nicht viel zu spät. Weil so halbwegs pünktlich wäre schon mein Wunsch. Also so pünktlich, dass es bei der DB noch als pünktlich gelten würde. Also mit weniger als 5,59. Also maximal 5 Minuten 59 Verspätung. Das so wäre so mein Ziel für Chemnitz Hauptbahnhof. Was schon schwierig ist, weil wenn ich die Strecke alleine so abfahre, dann ist das gut machbar. Aber
wenn ich euch ja noch ein bisschen was erzähle die ganze Zeit, dann kann ich halt eben nicht mich 100% nur auf die Strecke fokussieren, sondern muss euch ja noch ein bisschen entertainen. Edle Zuschauer, ey. Wollen wir noch was kommentiert ist. Da steht jetzt auch 1 Minute Verspätung. Ja, die haben wir jetzt auch. Vor genau 1 Minute sollten wir abgefahren sein. So, in so einer Innenkurve sieht man es durchaus schwer ein, was da am Bahnsteig passiert, aber es sah nicht so aus, als ob da irgendwelche Leute eingeklemmt werden. Oder als ob da noch welche aussteigen wollen. RB 30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Klingenberg-Kolmnitz. Dann hier, was ich immer noch beachtlich finde, trotz dieses Höhenprofils, trotz alledem Erzgebirgsvorn und so fort, hat diese Strecke nur einen einzigen Tunnel. Keine Ahnung, wie wir es damals hinbekommen haben, aber unglaublich. Wenn ich überlege, auch bei uns in der Region, das ist auch eine Strecke mit recht viel Steigung, die ist relativ vergleichbar, ist aber eine eingleisige Nebenbahnstrecke, unelektrifiziert, nämlich die Müglitztalbahn Heidenau-Altenberg. Wenn sie sich überlegt, die besteht ja gefühlt nur aus Tunneln. Also da hast du Tunnel an Tunnel an Tunnel. Da hast du locker 4-5 Tunnel auf der Strecke. Deswegen, das ist schon krass. Und die hatten ein ähnliches Höhenprofil wie die Strecke. Würde ich jetzt mal raten. Genau sagen kann ich natürlich nicht. Als bin ich nicht streckenkundig genug. Da hatte ich noch keinen Uferplan davon in der Hand. Aber deswegen, also ich finde die Strecke an sich immer noch eine Meisterleistung, was die damals da hier fabriziert haben. So, jetzt haben wir noch ein bisschen weiteren Weg bis Klingenberg-Kolmnitz auf uns. Aber das macht ja nichts. Da kommen wir mit unseren 70 km/h hier so ein bisschen durch die Gegend schieren. Sind ja auch, wie man schön bei uns hier in der Region sagt, ein Bummelzug. Also halt eine Regionalbahn mit halt in allen unterwegs halten, wie es ja in der Begrüßung auch hieß. Deswegen. Aber Tobi, wir wollten ja noch darauf eingehen, warum denn letzte Woche die Folge gar nicht kam. Stimmt, ja, eigentlich können wir das Thema auch lassen. Naja, man kann es relativ schnell zusammenfassen. Naja. Erster Aufnahmeversuch, das Spiel stürzt kurz vor Chemnitz ab. Danke für nichts. Kurz vor Ziel, ja. Ja. Zweiter Aufnahmeversuch. Was war denn beim zweiten Aufnahmeversuch? Ich habe dazwischen gequatscht in der Ansage und das. Ja, genau, und das gefiel mir nicht. Dann dritter Aufnahmeversuch, da hat man es dann nochmal probiert, die Strecke zu fahren. Hat alles geklappt, Aufnahme war im Kasten, Pascal hat im Schnitt gemerkt, wir haben ziemlich viel Müll gelabert einfach die ganze Zeit nur. Ja. Und ja, allgemein war die Folge halt einfach nicht so sehenswert. Denn vierter Aufnahmeversuch, sind nochmal die Strecke abgefahren. Da hat aber jemand vergessen, die Aufnahme anzumachen, obwohl die Fahrt. Das war dann der in der Woche. In der Woche davor, beziehungsweise ja. Und am Samstag dann haben wir es nochmal probiert. Also am Samstag, wo die Folge rauskam, haben wir es dann nochmal probiert. Allerdings war dann Samstagmorgen die Motivation so im Keller, dass. Wir haben lieber Prison Architect aufgenommen. Wenn du die Folge schon 4-mal verkackt hast, dann hast du nicht Bock nochmal aufzunehmen. Also, ja. Deswegen haben wir jetzt einfach die Woche ausfallen lassen und. Ja, aber eigentlich ist es so, die Folge kommt ja samstags raus und wir nehmen die immer donnerstags auf. Und wir die freitags dann noch schneiden können. So ist die Routine da. Donnerstag aufgenommen, hat halt nie geklappt. Dann hat man Freitag nochmal 2 Aufnahmeversuche und dann hat am. Nee, Donnerstag 2 Aufnahmeversuche, Freitag 2 Aufnahmeversuche. Und dann Samstag nochmal probiert und das war man dann so, nee, da war man zu frustriert. Das war da nichts geworden, haben wir nur Mist gelabert die ganze Zeit und hat auch keinen Spaß gemacht. Und wenn man mit der Folge selber nicht zufrieden ist, dann hat man natürlich auch keine Lust, sie zu veröffentlichen. Weil warum sollten wir euch ein Video vorsetzen, bei dem wir selber sagen, nee, das ist einfach nur beschissen geworden. Vor allem, wenn man schon während des Aufnehmens merkt, nee, das ist nichts. Wir sind gerade gar nicht in der Stimmung dafür, diesen Streck jetzt nochmal abzufahren, denn das muss man natürlich auch sagen, es ist die längste Folge, die auf unserem Kanal je gekommen ist, muss man so sagen. Dass er ein Video anmäßig so lang geworden ist. Ja, ihr könnt ja mal kurz schauen, aber ein Video die mit Livestreams. Ja gut, die Livestreams waren ausgeschlossen. Aber
eine Folge mit fast 1 Stunde 30 Länge, das ist mal was anderes, weil klar, wenn du so eine lange Strecke hier fährst und dann überall hältst, die Regelszenario-Länge ist halt 1,14. Plus, ich mache eine Anmoderation, ich mache eine Abmoderation, zeige ich dann vielleicht noch am Chemnitzer Hauptbahnhof ein bisschen was, das war sonst beim Plan. Aber da gibt es auch einige interessante Sachen zu sehen, der ist nämlich recht interessant von der Infrastruktur der Bahnhof. Und dann, weil ich mit euch rede, ist es halt eben so, dass ich mich auch nicht 100% auf die Strecke konzentriere, mal auch ein bisschen zu langsam fahre oder ein paar Zwischenfälle kommen und dadurch kriege ich Verspätung. Das heißt, wir haben die 1,14 Länge plus Verspätung, sondern vielleicht bei 1,20 plus ich zeichne euch noch ein bisschen was, sondern bei 1,25 locker, Folgenlänge. Ja. Und wenn du das viermal verkackst, also viermal 1,30 sind 6 Stunden, ja, ungefähr, dann hast du auch keine Lust mehr, noch einen 5. aufzunehmen. Der Moment wurde nochmal kurz nachgerechnet aus dem Kopf. Kriegenberg-Kolmnitz. Ja. Ausstieg rechts. Ungefähr. Ja. Nee, ich bin halt nur Deutsch. Genau. Ich bin halt nur Mathe-Grund. Eine so, künstlerische, jetzt sind wir auch schon da. Eine künstlerische Disrespect-Pause gegen Mathe. So, da sind wir jetzt auch in Klingberg-Kolmnitz. Ich lasse ein bisschen ausrollen und fange schon mal an zu bremsen. Schön in Ruhe. Müssen ja nicht stärker bremsen als nötig. Da können wir unsere Fahrleitung noch ein bisschen ausnutzen. Da gewinnen wir noch ein paar Sekunden an Zeit, wenn ich nicht eher bremse als nötig. Na gut, jetzt mit 40 km/h kann ich rollen lassen, die letzten 300 Meter. Das war jetzt doch ein bisschen sehr stark gebremst. Na gut, da jetzt mal extra beschleunigen, das bringt es auch nicht. Deswegen lasse ich das mal so sein. So, hier haben wir Außenbahnsteiger, das heißt, ich tue den Türwahlregler schon mal auf rechts stellen. Und den bremsen wir hier schön. Das sieht doch gut aus, die Bremsung. Klingenberg, Kolmnitz. Ausstieg rechts. Nutzen Sie diese Anzeige in Klingenberg, Kolmnitz nicht. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. In den letzten Aufnahmeversuchen. Gut, Türen zu. Also können wir losfahren. RB 30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Niederbobritsch. Jetzt, wenn ich so über die Ansagen hier nachdenken muss, also schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie ihr die Ansagen findet, also vor allem die Häufigkeit der Ansagen, ob ihr das nervig findet oder doch recht gut findet, dass bei der Mitteldeutschen Regiobahn das so häufig gesagt wird, dass man es auch auf jeden Fall nicht vergisst, welcher Halt das gerade ist und ob man hier aussteigen muss oder nicht. Also ich persönlich finde es vor allem auf dem Abschnitt bis Taran schon recht nervig, wenn da der Zug gefühlt die ganze Zeit durchredet. Ja, hier so, hier geht's so, aber ich glaube, dass so, also persönlich für mich, ich habe das Gefühl, dieses, wie es eigentlich jedes andere EVU, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, also der Betreiber der Eisenbahn, der dem fährt, die DB oder was auch immer da fährt, eben, wie die das machen mit in der Regel einer Ansage kurz bevor der Halt ist, damit du weißt, okay, jetzt kann jemand zusammenpacken. Ich glaube, für mich würde das ausreichen. Ich brauche nicht nochmal am Anfang, wenn ich losfahre, eine extra Ansage, in welchen Zug ich jetzt gerade gestiegen bin. Das kann ich eigentlich lesen draußen. Ja, aber ich sag mal... Und außerdem, was also man auch bedenken muss bei der MRB, wenn der Zug an die Türen aufmacht, dann wird außen tatsächlich auch nochmal eine Ansage abgespielt, welcher Zug das ist. Also Blindenleitsystem, auch eigentlich für Analphabeten zum Beispiel, die auch nicht lesen können, ist es auch, weil die, wenn sie nicht lesen können, aufgrund was auch immer, was für Zug es ist, dann sagt der Zug das ja auch nochmal außen an. Und wenn du dann eingestiegen bist und hingesetzt hast, dann heißt es ja drin auch nochmal RB 30 nach Zwickau Hauptbahnhof, nächster Halt. Dann heißt es kurz vorher nochmal nächster Halt. Und wenn du gerade da stehst und die Türen aufgehen, heißt es ja auch nochmal, welcher Bahnhof es ist und wo du aussteigen musst. Also, ja. In meinen Augen ein bisschen zu viel. Deswegen. Wobei ich sagen muss, dass... Oh Gott, ich hoffe, man hört sich, aber ich werde gerade angerufen. Dass der...
Ja, sieht man. Dass der kleine Tobi, wenn er mal irgendwie Bahn gefahren ist, was er nur dreimal gemacht hat in seinem Leben. Was? Der hätte es schon ganz gerne gehabt, dass er. Dass es immer wieder öfter gesagt wird, also, ja. Ja. Ui, was ist mit dem Spiel jetzt gerade los? Das ruckelt aber. Ruckelt denn hier so? Leute, was ist denn jetzt los? Das weiß ich nicht. Nächster Halt. So, jetzt läuft es wieder stabil. Genau, was das für ein Ruckler war. Ausstieg links. Motor stottern. So, sollten wir uns nochmal runterbremsen. Und hier wollen sie von uns 90 km/h. Mit 90 km/h kriegt man eine 1000 Hertz Überwachung, das ist aber irgendwas schiefgelaufen, du. Warum soll ich denn, wenn ich 90 km/h fahren soll, vorher auf unter 85 km/h runterbremsen? Bringt doch nichts. Aber gut, da hat sich schon irgendjemand was dabei gedacht. Oder Dapter Games meint, hier wäre eine 1000 Hertz Überwachung notwendig. Und ich verschleiere gerade mit meinem Reden, dass ich ein bisschen zu weit rolle. Weil ich nicht stark genug, nicht früh genug gebremst habe. So, und Ausstieg links. Und Türen auf. Niederbobritsch. Ausstieg links. Nee, das mit der ersten Tür wird nichts mehr. Dafür gibt's die zweite. Und die dritte. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Restriktiver Modus. Juhu. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Muldenhütten. Da hatte ich jetzt gerade ein bisschen flaue Magen. Weil ich gerade dachte, wir wären zu schnell als 5%. Bin gerade ordentlich in die Eisen gegangen. So, jetzt bin ich aber befreit. Jetzt können wir weiterfahren. Wo waren wir stehen geblieben gerade? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Egal. So, hier geht jetzt 90 und in 3 Kilometer kommt Muldenhütten. Vielleicht sagt es ja dem ein oder anderen Münzexperten hier in der Runde was. Bis 1952 befand sich nämlich in Muldenhütten eine Münzprägestätte. Mir sagt es was, weil du es mir schon viermal erzählt hast. Ja, versuchen habe ich das schon mal erwähnt, ne? Weil früher war es ja so, Deutschland, Kleinstaaterei, die ganzen kleinen Königreiche und jedes Königreich hatte eigene Währung, eigene Münzen. Ja, also hat auch jedes Königreich eigene Münzprägestätten, so natürlich auch das Königreich Sachsen. Die hatten bis 1912 in Dresden Münzprägestätte oder 1913, irgendwie sowas um den Dreh zumindest, in Dresden ihre Münzprägestätte. Und die ist dann nach Muldenhütten umgezogen, in der Nähe von Freiberg. Und bis 1952 war die in Kraft, hat dann halt die ganzen Reichsmarkmünzen und so ein Zeug, hat eben damals alles geprägt, was halt eben damals im Umlauf war. Und 1952, damals gab es schon die DDR-Mark, die wurde ja 1948, 49 eingeführt. Und deswegen so ein paar Jahre lang, so drei, vier Jahre irgendwie, hat auch in Muldenhütten die Münzprägestätte neben der in Berlin die Münzen der DDR mitgeprägt. Deswegen, in der Regel haben die Münzen aus der DDR alle einen Prägebuchstaben A hinten drauf für die Münzprägestätte in Berlin. Das war die einzige, ist auch heute noch die einzige in Ostdeutschland. Ab bis 52 haben seitdem hier in Muldenhütten auch mitgeprägt. Das heißt, solltet ihr noch irgendwo irgendwelche Alu-Chips aus der DDR haben, schaut mal, vielleicht findet ihr ja irgendeinen alten Alu-Chip, der einen E hinten drauf hat als Prägebuchstaben, kein A. Dann kommt tatsächlich aus Muldenhütten, ne? Und ist sogar ein bisschen was wert, weil aus Muldenhütten gibt es tatsächlich gar nicht so viele Münzen. Kannst du nochmal eine Zahl nennen, wie viel so ungefähr? Genau. Ist so eine Münze wert? Gar keine Ahnung. Nächster Halt, Muldenhütten. Ausstieg. Weil sie mehr wert ist. Aber ich persönlich weiß auch nicht, wie viel wert. Aber ist logisch, wenn was seltener ist, dann hat es natürlich auch einen höheren Wert. Soll ich mal recherchieren, oder?
Ja, ich glaube, es kommt doch immer auf die Münze, auf den Jahrgang und auf den Erhaltungsgrad drauf an. Deswegen, das sind schon sehr spezielle Werte, die können auch relativ stark schwanken. Nehmen wir so eine 1-Pfennig-Münze von 49, wird einen ganz anderen Wert haben als eine 2-Mark-Münze von 52 zum Beispiel. Wobei die 1-Pfennig-Münze von 49 vielleicht sogar mehr wert sein kann. Das kommt halt drauf an, was für eine Münze das ist und wie nachgefragt die ist und wie selten es Dinge halt eben gibt. So, jetzt haben wir hier eine schöne enge Kurve, in der nur 70 km/h gelten. Ne? Und hier am Ende dieser Kurve liegen dann auch die beiden Außenbahnsteige von Muldenhütten. Ne? Das weiß ich noch, dass Außenbahnsteige sind, deswegen kann ich hier direkt schon mal den Türwahlschalter auf rechts stellen und ein bisschen weiter anbremsen. Es sind noch 200 Meter. So, dass wir schön sanft und seicht einfahren können. Das war ein bisschen zu stark. Ja, rollen wir noch ein Stück. Schauen wir mal, wie viel zu spät wir denn sind. Und? Was, Ui? Ui! Achso, ich dachte, du hättest gerade hier atemberaubende Münzpreise entdeckt. Nee. Den Hütten. Ausstieg rechts. Naja, man muss sich aus der ersten Tür so ein bisschen rausquetschen, ne? Aber es geht noch. So ein Bauch eins, dass man nicht am Geländer hängen bleibt beim Ausstieg. Und weiter geht's. Nach Freiberg, Sachsen. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Freiberg, Sachsen. Okay. Ich hab was. Ich sag einfach mal so ein paar Angebote. 10 Pfennig, 1953 E. Seltenes Jahr, Münzzeichen, fast Stempelglanz, 185 Euro. Fast Stempelglanz, 185 Euro? Ihr müsst nur denken, ja. 10 Pfennig, das war eine Alu-Münze, so vergleichbar mit einer 10-20 Cent-Münze von der Größe her, aus Aluminium. Also, nicht wert. Das kannst du dem Schrotthändler schenken und er lehnt das gefühlt noch ab. Also, ne? Naja, dann sind hier so Präge für Stempelglanz 195, Präge frisch 125. Naja, also es ist schon lohnenswert. Also, eure Münzen sollten natürlich schon glänzen, um solche Werte zu bekommen. Also, ja, klar. Also Prägeglanz, also für Stempelglanz bedeutet halt eben, die sind noch frisch aus der Münzpresse, wurden nicht angetatscht oder irgendwas, das ist Stempelglanz halt eben. Oder eben nur Vorsicht angetatscht und dann wieder poliert. Aber ja, oder halt eben vorzüglich, also dass sie noch schönen Münzglanz haben, metallischen Glanz, alles Mögliche. Wenn die natürlich schon korrodiert sind, so ein Mist, dann mindert das natürlich den Wert umso mehr. Ja, aber, kriegt ihr dann am Ende vielleicht trotzdem noch ein paar Euro, wenn ihr das Ding findet, selbst wenn es nicht mehr gut aussieht. Hier ist Muldenhütten VZ-STGL. Keine Ahnung, was das ist. Es ist wahrscheinlich Qualität, oder? Das ist die Qualität, ja. Vorzüglich und. VZ ist vorzüglich GL? Stempelglanz vielleicht, hä? Stempelglanz ist ST. STGL? ST ist Stempelglanz, ja. Und okay. STGL ist auch Stempelglanz, ja. Ah, okay. Ne, die ist hier nur 52 Jahre. Ja, also irgendwas zwischen vorzüglich Stempelglanz und irgendwas, ja. Guck mal, jetzt sind wir in dieser Schlucht, die man hier reingesprengt hat, mit links und rechts Stein. Auch ganz schön. So, und hier über die Straßen drüber gehen. Nächster Halt, Freiberg, Sachsen. Ausstieg rechts. So, dann lass uns jetzt gerade übrigens drüber gehen, das war das Industriegleis und auch, glaube ich, die ehemalige Strecke aus, oh Gott, lasst mich lügen. Also hier irgend so eine kleine Stichbahn war das und da drüben noch ein bisschen weiter links, da kam ja die Strecke aus Moldau ab. Mittlerweile geht es ja noch bis Holzhau, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg ja aufgegeben, den Abschnitt zwischen Holzhau und Moldau war. Grenzüberschreitend. Was? Wo ist Mullewab? Moldau.
Es ist eine Grenzstadt in Tschechien zu Deutschland. Aber grenzüberschreitende Strecken hat man ja größtenteils nach dem Krieg eingestellt. Auch. Und so, dem auch zwischen Holzau und Moldau. Das Stück hat man so auch eingestellt. Deswegen. Aber da fährt noch heute im Stundentakt die Regionalbahn nach Holzau hoch. Hier von Freiberg aus. War ja mal ein großer Eisenbahnknoten. Ne? Und dann halt eben mit der Strecke nach Moldau. Und der zweigt ja dann auch noch oh Gott, wie hieß denn das Kaff da? Aber da zweigen dann noch weitere Strecken aus der aus, die mittlerweile aber nicht mehr personenverkehrstechnisch befahren werden und sowas. Deswegen, nee, war mal ein größeres Ding hier. Und da vorne ist auch noch die Strecke nach Lossen. Die sehen wir gleich auch noch. Ausstieg rechts. Die war ja auch vom Personenverkehr befreit, die Strecke. Mittlerweile ist hier in Freiberg nicht mehr ganz so viel los. Bis auf die durchgehenden Züge auf der Strecke Dresden-Werdau, also Dresden-Chemnitz und dann weiter über Zwickau nach Werdau geht die Strecke ja. Unter dem die Züge nach Holzau, die Regionalbahn-Dinger da. So, aber wir fahren weiter nach Kleinschirma. RB 30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Kleinschirma. Da geben wir Gummi. Wir wollen ja auch, wie schon ein paar Mal gesagt, nicht mehr Verspätung als nötig haben. Wir haben gerade gar nicht in Freiberg nachgeschaut, was für Verspätung wir da hatten. Ne? Aber ich schätze mal, eine Minute werden wir schon gehabt haben. Deswegen, und bestenfalls soll es ja bei einer Minute höchstens zwei bleiben. So, und hier das dritte Gleis ist dann das nach Nossen. Nossen war ja auch mal ein Eisenbahnknoten, mittlerweile ist ja gar kein Personenverkehr mehr, nur noch Güterverkehr. Naja, hat sich jetzt ein bisschen was gewandelt über die Zeit. Aber alles reaktivieren will man halt eben auch leider nicht. Wobei das hier und da sich doch auch anbieten würde. So, die Strecke hier zweigt jetzt hier einmal nach links ab und wird es dann gleich unterqueren einmal und dann nach rechts zweigen. Nossen befindet sich ja ein bisschen weit vom Erzgebirge entfernt und hier nach links rüber geht es ja mal weiter, hoch ins Gebirge. Während es nach rechts eher so ins sächsische Lösshügelland übergeht. So, versuchen wir unsere 100 km/h auch zu halten, ne? Weil wie gesagt, Verspätung braucht man nicht. So, und hier kommen wir jetzt auf eine Brücke und da unterquert uns jetzt die Bahnstrecke. Ich weiß gar nicht, ob man die irgendwo sieht oder ob da einfach zu viele Bäume sind. Ich glaube, nee, hat man nie gesehen. Da waren zu viele Bäume im Weg, als dass man die hätte sehen können. Die 2 km/h zu viel, die müssen wir nicht ertragen. Da bleiben wir schön auf unseren 100 km/h. Weil die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind ja nicht umsonst da und sowas wie Toleranz, das ist im Eisenbahnverkehr eher weniger der Fall. Da fährt man lieber mal 1-2 km/h zu langsam. Ich sagte nicht 102 Pascal. Aber gut. Dann höre ich mal auf meine eigenen Worte, ne? Das ist schon schwierig, ne? Tippt. Ich meine, selber was sagen und sich dann daran halten, das ist. Sieht man ja an Politikern, ne? Ja, ja, aber es ist doch allgemein ja schon ein bisschen schwierig mit hier überall die Augen gleichzeitig haben und dann gleichzeitig auch noch reden. Das macht es natürlich noch umso schwieriger. Nächster Halt, Kleinschirma. Ausstieg rechts. Aber deswegen gibt es da ja auch zum Beispiel bei den Zügen der Länderbahn, also die fette in den Marken an Trierex bei uns in der Region, da steht zum Beispiel auch an den Türen zum Triebfahrzeugführer auch immer dran, während der Fahrt nicht mit dem Triebfahrzeugführer reden. Das hat schon seine Gründe. Weil ich sich sonst irgendwann nicht mehr konzentrieren kann und es macht schon einen Unterschied, ob ich hier einfach durch einen Simulator fahre und da gegebenenfalls Mist baue, wenn ich mich nicht 100% konzentriere. Oder wenn du halt eben in der Realität fährst und dann da mit einem Zug Mist baust, wenn du dich nicht 100% konzentrierst, weil der jemand reinredet. Oder du mit jemand anderem redest. Deswegen, das macht da schon einen guten Unterschied.
soll vorne ein Stück vor. So, bleiben hier noch vor dem BÜ zum Stehen. Komm vor dem BÜ zum Stehen. Also BÜ Bahnübergang. Klein Schirmer. Ausstieg rechts. Schöne so halb bewachsene. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist Wiese und wo ist Bahnsteig. Es geht so ineinander über alles. So. Die Türen waren zu. Dann können wir weiterfahren. Bremsen lösen. Das hätte man vergessen. Na komm. Ich muss meine Kräfte auch schon annehmen, die ich dir gebe. Sehr schön. Danke für den Zug. Gern geschehen. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Frankenstein, Sachsen. Dann geht's auch schon weiter Richtung Frankenstein. Bin's ja auch schon mit der Mitteldeutschen Regiobahn. Also an sich ist ja eher üblich, zum Beispiel bei der DB wird das ja gemacht, dass da nicht die Bahnhofsnamen an sich genannt werden, sondern eher die Ortsnamen. Also zum Beispiel sowas wie Frankenstein, Sachsen würden sie dann nur sagen Frankenstein zum Beispiel. Es gibt aber auch viele Privatbahnen, die halt eben dann noch den vollen Bahnhofsnamen nennen. Können wir uns ja nur bei solchen Sachen wie, was wäre denn einer mit interessantem Namen bei unserer Region, als zum Beispiel sowas wie Radmannsdorf, Kreis Pirna. Naja, weiß ich nicht, ob man noch sagen muss, dass es im Landkreis Pirna liegt, Kreis Pirna liegt, auch wenn der Landkreis auch gar nicht Pirna heißt, sondern Sächsische Schweiz aus Erzgebirge oder so irgendwas anderes. Aber ja, deswegen. Man kann es auch übertreiben mit der Genauigkeit. Deswegen. Ich finde lieber die Methode besser, wenn man einfach nur den Ortsnamen sagt und zum Beispiel solche Zusätze im Bahnhofsnamen, wie zum Beispiel bei dem Sachsen, das weglässt halt eben, weil es vielleicht noch Frankenstein in irgendeiner anderen Region gibt. Deswegen gibt es zum Beispiel auch ganz inflationär zum Beispiel ist ja so ein Name wie Neustadt zum Beispiel. Also es gibt ja überall Orte, die Neustadt heißen, ne? Deswegen. Aber wenn du da jetzt zum Beispiel gerade sagst Neustadt, dann ist natürlich klar, wenn du in Sachsen bist, wird wahrscheinlich Neustadt Sachsen gemeint sein und nicht Ausstieg Neustadt sonst wo. Keine Ahnung, wo es noch Neustädte gibt. Aber das bedingt sich dann in der Regel, dass in Sachsen natürlich auch Neustadt Sachsen liegt. Deswegen bin ich ja nicht so ein Freund davon, wenn die Bahnhofsgesetze mit nennt, aber ich glaube, es sind eher so Sachen, bei denen viele Leute auch keine Meinung haben, weil die sind einfach nur so, ja, gut, ich fahr Zug und ich würde gerne wissen, wo ich aussteigen muss. Und ob jetzt da Neustadt oder Neustadt Sachsen, so Frankenstein oder Frankenstein Sachsen sagen, das ist mir relativ egal. Kann ich aber auch nachvollziehen. Das hat ja keinerlei Relevanz für den Otto Normalfahrgast. Die Bremsen waren noch Frank-Fahrgast. Frankenstein, Sachsen. Ausstieg rechts. Guckt euch doch mal die Bremsung an, also wie ein Bilderbuch, du. So, wie sieht's aus? Ich will ein Bilderbuch aber noch nie einen Zug bremsen sehen. Hahaha. 3,5 Minuten Verspätung kann man machen, muss man aber nicht. Yep. Dem RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Öderhahn. Ist jetzt aber auch nicht das allerschlimmste Ergebnis, was du da erzielen kannst. Erfahrungsgemäß. Ja, da habe ich Schlimmeres hinbekommen. So. Unser nächster Halt ist dann Öderan. Mal wieder schön 6 Kilometer
die wir ein bisschen durch die Gegend rauschen können. Der ankündigt 100 km/h, da brauchen wir gar nicht schneller als 100 km/h werden. Da sparen wir nur Kraft im Zug. Dass man jetzt ausräumt, die Beschleunigung sich abbauen, die Lok, die 143, die brauchen ein bisschen, ehe die ihre Beschleunigung oder Bremskraft wieder abgebaut hat. Deswegen aber unnötig beschleunigen, auf die 120 jetzt noch gelten, dafür, dass wir dann gleich direkt wieder auf 100 runterbremsen, die ab hier jetzt gelten, ne? Bringt's ja auch nicht. Ja, hast ja auch nur 2 Sekunden 50 vielleicht gewonnen an Zeit. Deswegen, das ist es nicht wert für den Fahrkomfort. Weil als Fahrgast, du musst ja auch immer dran denken, wie fühlt sich der Fahrgast, wenn du jetzt hier beschleunigst und dann direkt wieder runterbremst, da denkst du dir auch so, hä? Das ist bei dem falsch, dass der beschleunigt und sofort wieder bremst. Wenn jetzt nicht direkt der nächste Halt 300 Meter später kommt oder so. Deswegen. Umweltsau. Ja. Diesen unglaublichen Ökostrom, den ich hier verschleudere einfach. Deswegen. Die DB fährt ja mittlerweile, also die gesamte DB funktioniert ja aktuell mit 60% Ökostrom ja schon. Und die und der Fernverkehr funktioniert mit 100% Ökostrom zum Beispiel. Und ich glaube auch die Einspeisung in die Netze, also hier die Oberleitung, die ist auch, soweit ich weiß, glaube fast vollständig Ökostrom. Oh, 110 doch von das Schild habe ich gar nicht gesehen. Na gut. Wenn ihr das Spiel sagt, wir dürfen 110 fahren, dann wird das schon die Richtigkeit haben. Deswegen. Aber ja. Nee, da machen sie bei der DB auch schon einiges, um die Klimavorreiterrolle, die sie zugeschrieben bekommen haben, auch zu erfüllen, weil. Entschuldigung, aber irgendein Verkehrsmittel zu finden, was noch ökologischer ist als die Bahn. Also da musst du schon eine Weile suchen. Ne? Wenn es um weite Distanzen geht, weil mit dem Fahrrad mal so durch halb Deutschland fahren ist ja jetzt schon schwierig. Da bleiben nicht nur die Option Auto fahren, Flugzeug fliegen oder Bahn fahren. Naja, wenn du eine Auto versus Flugzeug versus Bahn machst, vor allem im Fernverkehr zum Beispiel, ist ja alles Oberleitungsbetrieben, also ja, das kannst du halt nicht toppen. Deswegen. Und selbst im Regionalverkehr wird es jetzt ja immer mehr. Also zum Beispiel jetzt Ende Januar wurde ja tatsächlich die Deutsche Bahn ihren ersten batteriebetriebenen Zug jetzt in Betrieb genommen. In Baden-Württemberg fährt jetzt ja der erste batteriebetriebene Zug. Also der funktioniert so. Normal fährt er mit Stromabnehmer unter Oberleitung. Und wenn er halt eben auf den nicht elektrifizierten Abschnitt bekommt, dann wird dann eben der Strom aus der Batterie halt eben dann in den Motor gespeist. Und so lassen sich halt eben so Stellen, die nicht elektrifiziert sind, relativ simpel überbrücken. Nächster Halt, Öderhahn. Ausstieg links. Und ein zweiter Zug von dem Modell oder der gleiche Zug, ich bin mir gar nicht sicher. Der fährt auch dann jetzt ab Anfang Februar, also mittlerweile jetzt auch schon, glaube ich, in Bayern. Irgendwo durchs Gebirge da. Deswegen hat man da so ein Bombardier ausgemacht, nämlich Bombardier Talent 3 Züge. Das sind ja auch ganz sagenumwobene Züge, wenn man die mit der österreichischen Bundesbahn in Verbindung bringt. Da ist dann ja ganz, ganz viel Böses im Busch. Sagen wir so, die ÖBB haben von 60, von 70, keine Ahnung was, also eine relativ große Menge an diesen Zügen bei Bombardier damals noch geordert. Die haben Lieferverzögerungen gehabt, gut, bei Bombardier nichts Neues, bei Bombardier Transportations, aber ja, dann gab es noch Probleme bei der Zulassung, die haben immer die Zulassungsfristen versäumt bei Bombardier, sind dann Alstom, ist ja dann rüber geswitcht. Ja, und dann hat die ÖBB den Vertrag gekündigt. Und jetzt gibt es einen schönen Rechtsstreit. Österreichische Bundesbahn versus Alstom. Wer gewinnt? Sag mal so, egal wer verliert, es geht für den Verlierer so oder so beschissen aus. Verliert Alstom, bleiben die auf ihren Zügen sitzen, die schon weitestgehend hergestellt sind. Verliert die Österreichische Bundesbahn, dann kriegt sie ein Problem, weil sie schon einen neuen Vertrag mit Stadler Rail abgeschlossen hat. Was mit der Konkurrenz. Und dann muss sie den Vertrag bei der Konkurrenz kündigen oder
Verhaftung, du musst da Vertragsstrafen zahlen. Das wird ein einziges Dilemma. Da bin ich auch gespannt, wie es da ausgeht. Mal zum Beispiel bei ehemals Bombardier, jetzt Alstom, die haben ja unter anderem auch ein Werk in Bautzen, das ist auch hier in Sachsen, in der Oberlausitz ist das. Und da im Güterbahnhof stehen zum Beispiel so 7, 8 Züge von diesen ÖBB-Zügen, stehen da im Güterbahnhof in der Abstellung. Jedes Mal, wenn ich da in Bautzen am Bahnhof bin, sehe ich da im Güterbahnhof diese Bombardier Talent 3 Züge von den österreichischen Bundesbahnen stehen. Auch ein bisschen skurril, weil die Bahnstrecke, die da lang geht, die Bahnstrecke Dresden-Görlitz, die ist nicht elektrifiziert. Das heißt, es sind elektrische Züge, die dann mit einer Diesel-Lok hingeschleppt wurden extra. Sehr gut. Deswegen. Aber die DB macht ja zum Beispiel auch nicht nur Züge mit Batterie, weil Züge mit Batterie, die lassen sich halt vor allem so bei Strecken einsetzen, die halt eben kurze Abschnitte haben, die nicht elektrifiziert sind, sondern seit einigen Jahren ist ja in Niedersachsen sind da auch Wasserstofftriebzüge im Testbetrieb, die halt eben dann Dieseltriebzüge ersetzen sollen, weil mittlerweile ist es so, dass die Wasserstofftriebzüge so eine große Tankfüllung bekommen können, wie auch ein Dieselzug und somit auch so lange einsetzbar sind. Also die Tankfüllung, die du in so einen Dieseltriebzug reinmachen kannst, die reicht ungefähr genauso lange wie so eine Tankfüllung in einem Dieselzug. Das heißt, du kannst eigentlich die direkt austauschen, diese Dieselzüge gegen Wasserstofftriebzüge. Und statt nur noch die Tankstation umbauen. Richtig, du brauchst halt eben dann nur Wasserstofftankstationen zum Beispiel auch. Und die Züge müssen dann noch ein bisschen verbessert werden und halt ein bisschen getestet werden. Aber da gibt es ja auch schönes Rennen. Alstom mit ihren Coradia Island-Zügen und Siemens mit ihren Mireo-Zügen. Die finde ich ja totschick, diese Mireo-Züge. Deswegen, aber da sind mittlerweile alle Hersteller ja irgendwie unterwegs und versuchen das. Also da ist Alstom mit ihren Talent 3 Zügen, die jetzt aber an irgendeinen französischen Hersteller, Zughersteller abgehen, weil das mussten die irgendwie verkaufen, diese Talent 3 Plattform, wie auch immer. Aber sagt, ich habe den 80 bestätigt vorhin. Bin ich blöd. Ich rede zu viel und achte nicht auf die Geschwindigkeiten. Schlecht. Ja. Aber sagt, sei es Alstom mit dem Talent 3 oder mit ihrem Island. Oder Siemens mit der Mireo-Plattform, die gibt es ja als normalen Mireo mit Oberleitungsstrom, als Mireo plus B für plus Batterie oder als Mireo plus H, also plus Wasserstoff, gibt es den ja in allen drei Ausführungen. Oder Stadler, die tun in ihre normalen Züge jetzt auch mittlerweile, lassen sich da auch die Antriebseinheiten austauschen, also die machen das relativ flexibel, da kannst du Batterie, Brennstoffzelle oder halt den Dieselmotor einbauen lassen und auch austauschen lassen über die Jahre irgendwann. Das geht auch. Also da sind mittlerweile alle großen Zughersteller hier in Mitteleuropa sind da jetzt dran, auch ihre Modelle vorzustellen, weil nach und nach halt eben auch langsam bestellt werden. Weil es ist auch wichtig, wenn wir mal in den nächsten Jahren nicht über die Dieselstrecken, ne, noch CO2-neutraler machen, weil die DB will ja zum Beispiel bis 2050 ja auch klimaneutral werden. Nächster Halt, Falkenau. Ausstieg rechts. So, ihr habt es gerade eben gehört. Eine Ansage hieß Falkenau. Da oben steht was von Falkenau Süd. Das bitte ich zu entschuldigen, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, als ich die Ansagen habe einsprechen lassen. Ich habe mich nicht daran gedacht, dass man hier auf der Bahnstrecke nicht in Falkenau, sondern Falkenau Süd hält. Anders ist es mit der Bahnstrecke, die wir jetzt. Da muss ich Notbremse machen. Das wird sonst nicht mehr. Anders ist es bei der Nebenbahnstrecke, die uns jetzt gleich am nächsten Bahnhof in Flöha erreichen wird, die hält neben die Regionalbahn 81, die da lang fährt, die hält nämlich in Falkenau. Und wir hat eben nur in Falkenau Süd. Das Falkenau. Ist mein Fehler. Ausstieg da habe ich was versagt.
Ich würde auch nur Falkenau, Sachsen. Und nicht Falkenau, Sachsen, Süd. Oder es passt ja nicht auf Bahnhofsschild alles drauf. Kann natürlich auch sein. Es einfach behaupten, du hast das so gemacht, wie es da stand. Ja. Auch wenn ich mich nicht nach diesem Bahnhofsschild dann gerichtet habe. Ja, das ist ein kleines Fauxpas, der kann einem passieren. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Flöha. 80 km/h sind hier gleich. So, und ihr seht schon, dass mit dem pünktlichen Flöha ankommen, ich glaube, das wird ein Ding der Unmöglichkeit mit 2 Minuten Verspätung, die wir jetzt schon haben und noch. Ja, aber es sind nur 2 Minuten. Bei uns liegen in 2,3 Kilometern. Ach so. Geht noch. Also, in anderen Aufnahmeversuchen hatte ich schon mehr Verspätung. Also, dafür, dass ich die ganze Zeit auch so. Die ganze Zeit, wenn ich da rede und teilweise auch unaufmerksam bin und zum Beispiel gar nicht merke, dass ich nur 100 km/h fahren darf und ich gerade immer noch 80 bestätigt habe, auf die ich vielleicht auch runterbremsen sollte und über die ich nicht drüber hinaus beschleunigen sollte, weil die nämlich ab hier gelten, ne? Dann, ja gut, das war jetzt auch eine zu starke Bremsung, da habt ihr es gerade gesehen. Da habe ich jetzt durch die Bremsung Radschlupf erlitten, also da war jetzt die Bremsung zu stark. Also das, was ich vorhin meinte mit beschleunigen, zu stark beschleunigen, das kann natürlich auch bei zu stark bremsen passieren. Nächster Halt, Flöha. Ausstieg links. Denn die Kraft dieser Lokomotive ist natürlich nicht nur dazu ausgelegt, so einen kleinen Zug hier zu beschleunigen und auch zu bremsen, sondern eben auch dazu ausgelegt, einen Güterzug zu bremsen, auch wenn er natürlich nur maximal 120 km/h fahren darf in seinem PZBM-Modus. Trotzdem braucht es da schon ordentlich Kraft, um diese ewig vielen Tonnen zum Stehen zu bringen. Übrigens hier, da kommt gerade rechts im Bild diese Nebenbahn zu nach Olbernhau-Grüntal. Die RB81 ist es nämlich, der langfährt. Und die begegnen wir hier. So, da fährt ein Regionalexpress oder irgendwie sowas gerade. Und hier von links, da kommt auch noch eine Bahnstrecke. Die RB80 ist das, die kommt aus, also die fährt über Annaberg-Buchholz und dann noch ein Stück weiter. Ich weiß gar nicht genau, was die für eine Endstation hat, die RB80 da im Erzgebirge. Auf jeden Fall ist es die Bahnstrecke in Richtung Annaberg-Buchholz. Und noch ein bisschen weiter. Also hier so Flöha, Chemnitz, die Region. Das liegt ein bisschen zu weit außerhalb meines Wissenshorizonts. So bei mir in der Region in Ostsachsen, da kenne ich mich recht gut aus, aber hier Chemnitz, Flöha, die Region, das ist dann zu weit weg. Als dass ich mich da hier noch gut auskenne. Ja, das war wieder verklickt. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit gefahren, nur ich mich ein bisschen verklickt habe. So, Tür war ja Hebel, aber nach links stellen. Flöha. Ausstieg links. Ah, ist in Ordnung. Gut. Das hat geklappt mit der Bremsung noch. Ah, wieder unsere 3 Minuten 30, die wir vorhin schon mal hatten, ne? Das heißt, wir sind in der Verspätung konstant geblieben. Wir haben jetzt nichts gewonnen und nichts verloren. Und ich muss sagen, also so 3:30, das geht noch recht gut klar, muss ich sagen. Also. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt. Wenn ich überlege, zwar nicht mehr aufholen, aber. Ja. Na, vor allem, wir sind jetzt ja eh kurz vor Chemnitz schon. Da ist ja nicht mehr viel bis Chemnitz. Deswegen, aber wenn ich jetzt in der Realität belege, also wenn mein Fernzug 3 Minuten 30 Verspätung hätte, dann würde ich sagen, jo, top, pünktlich. Aber wenn ich bei einem Regionalzug jetzt so viel Verspätung hätte, oder meine S-Bahn, dann würde ich sagen, naja, war schon mal pünktlicher, aber ich würde es noch gediegen hinnehmen. Bei 3,5 Minuten Verspätung. Das kann man machen, da bricht jetzt niemandem der Kopf ab. Du musst dich vielleicht nur darum beeilen, dass du deinen Anschlusszug noch schaffst. Und heutzutage, dass Anschlüsse abgewartet werden, ist ja auch nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit. Gibt ja so eine schöne Anschlusstabellen, welcher Zug auf welche Zuggattung auf welchen Zug wie lange warten muss. Wenn du überlegst, also wenn du so eine Tabelle mal früher ansiehst, so aus den Bundesbahn-, Reichsbahnzeiten, da hat eigentlich doch jeder Zug auf jeden Zug mindestens 5 Minuten gewartet gefühlt. Wenn du heute in so eine Tabelle mal reinschaust, da siehst du überall nur da stehen 0 Minuten, ne? Pflichtwartezeit.
zum Beispiel. Also, ja, da mal wieder ein Hänger. Keine Ahnung, was da los ist. Geh nicht kaputt. Nee, keine Ahnung, was da jetzt heute los ist, dass das Spiel ab und zu mal so hängt. 90 mit einer 1000 Hertz Überwachung. Das heißt, wir dürfen jetzt auf 85 runterbremsen innerhalb von 23 Sekunden. Ne? Daran sollten wir uns auch mal halten, weil ansonsten, ihr wisst ja, die PZB-Zwangsbremsung und ich sind jetzt nicht die größten Freunde. So, jetzt sind wir auf 75 km/h. So weit wird jetzt nie runter. Aber gut. Können wir gleich mal ein bisschen beschleunigen. Nächster Halt. Ich schreibe mir so 1000 Hertz Überwachung, dass die sich meckert, wenn ich auf 90 Ausstieg hochgehe. Rechts. Jetzt hätte ich mich gleich wieder zwangsgebremst bei 85. Und dann können wir auch ausrollen lassen. Und dann kommen wir auch schon in Niederwiesa an. Und hier kommt wieder eine Bahnstrecke. Wieder eine Nebenbahnstrecke. Sieht das aus, als ob wir gleich gegen den, in Richtung eines großen Bahnhofs fahren würden oder so. Ne? Ne, das ist die Strecke aus Roßwein. Mittlerweile nur bis Hainichen befahrbar. Dahinter ist die Strecke abgebaut worden bis Roßwein. Und hier begegnen wir auch in der ersten Chemnitzbahn. In Chemnitz gibt es ja dieses ganz besondere Modell. Wahrscheinlich ganz viele kennen ja das Karlsruher Modell mit diesen Karlsruher Bahnen. Das ist ja so eine Mischung aus Straßenbahn und Regionalbahn oder S-Bahn. Also die fahren in der Stadt als Straßenbahn und werden dann halt eben zu Regionalbahn oder S-Bahn und fahren auch in die Region. Genauso ist ja auch bei der Chemnitzbahn. Die fährt auch in der Stadt mit den Straßenbahnen halt eben normal auf dem Straßennetz. Also Chemnitz hat auch ein Straßenbahnnetz und hat eben noch dieses Chemnitzbahnnetz. Also in Chemnitz verhalten die sich wie S-Bahn, wie Straßenbahn. Und dann, sobald die außerhalb von Chemnitz kommen, verhalten die sich plötzlich wie S-Bahn und fahren dann auf Zugstrecken. Ne? Niederwiesa. Oh, nee. Ausstieg oh, nee. Rechts. Oh nee. Und, was habe ich falsch gemacht? Du hast eine Bremse gedrückt. Türseitenwähler links. Stell mal auf rechts, ne? Weil der Bahnsteig befindet sich nämlich rechts. Die Türen auf der falschen Seite offen. Ne, und hier nach Hainichen, das ist dann die C15, die hier lang fährt. Ich meine, es wäre die C15, glaube. Ost C13. Eine von beiden auf jeden Fall. Und jetzt mit Fahrplanwechsel im Dezember letzten Jahres hier die zweite Stufe des Chemnitzer Modells in Betrieb mit der Bahnstrecke nach Aue. RB30 nach Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt Chemnitz-Hilbersdorf. Bisher war ja im Südwesten von Chemnitz immer am Technopark Schluss für die C13, C14 und C15. Und jetzt hat man halt eben vom Technopark auf die Bahnstrecke von Chemnitz nach Aue eine Verbindungskurve gelegt. Und jetzt fahren die C13 und C14 auch noch weiter bis nach Aue. Also die C13 fährt bis Aue und die C14 fährt nur auf halber Strecke. Aber ja, und somit ging jetzt ein weiteres Teilstück in Betrieb. Aber da sollen auch weitere Strecken auch in Zukunft kommen. Und auch noch weitere Linien. Aktuell gibt es ja nur 4 Chemnitz-Bahnlinien. Die C11, die C13, die C14, die C15. Und die werden jetzt über die Jahre ausgebaut. Auch einige Regionalbahnen hier in der Umgebung, die gehören letztendlich auch der Chemnitz-Bahn. Ich weiß nicht, ob da sogar Chemnitz-Bahnen drauf waren. Also ein extra Triebwagen, die eben als Straßenbahn unter Oberleitungsstrom für Straßen funktionieren können und eben auch mit Diesel halt eben dann hier auf den unelektrifizierten Nebenbahnstrecken dann fahren können. Also die können beides zugleich. Entweder Straßenbahn-Oberleitungsstrom, das ist ja andere Spannungen als zum Beispiel hier der Zug-Oberleitungsstrom, das sind ja andere Spannungen. Und halt eben dann können die einfach umswitchen dann halt eben auf Dieselmotor, wenn sie dann auf den Nebenbahnstrecken fahren. Deswegen, und so ist, finde ich, ein echt schlaues Modell, weil einfach du hast wieder S-Bahn halt eben und die fährt halt eben aber auch in der Stadt halt eben vor deiner Haustüre, wie so eine Straßenbahn.
sie finden das total klasse. In Dresden nur nicht realisierbar, weil in Dresden nicht die Straßenbahnen bei uns nicht auf 1435 mm fahren, sondern auf 1450 mm. Also die Straßenbahngleise 1,5 cm breiter sind als die Eisenbahngleise. Und somit ist natürlich auch ein Betrieb auf drei Schienengleisen nicht denkbar, weil, wie wisst, Unterschiede von 1,5 cm mit zwei Schienen machen, das geht ja nicht. Also das ist viel zu kleiner Abstand. So, 100 km/h wurden angekündigt. So, und ich würde mal bitten, auf die Kilometrierung zu achten hier. Nächster Halt, Chemnitz, hier. Hilversdorf. Ausstieg rechts. 75,6. Ein bisschen zu früh gebremst. Roll mal den mal aus. Und plötzlich 0-0. Ja, was ist hier geschehen? Na, ihr seht, ihr habt es gerade gemerkt, unsere irgendwie war so eine S-Kurve drin, unsere Bahnstrecke wurde jetzt gerade so ein bisschen hier nach rechts versetzt. Ihr seht auch dieses Stellwerk, darunter liegen auch noch Gleise. Denn früher ging die Bahnstrecke mal hier geradeaus weiter und ging in einer relativ engen Linkskurve dann in den Chemnitzer Hauptbahnhof rein. Man hat dann aber zu DDR-Zeiten dann die Strecke hier. Der Bahnsteig ist nicht so lang, nein. Man hat die Bahnstrecke dann ein Stück weiter nach, also von uns aus gesehen nach rechts versetzt. Und dann hier auf so einen Bogen erst nach da, also erst hier noch weiter nach rechts und dann erst nach links drüber gemacht. Einfach, dass halt eben in einem weiteren Bogen, okay, der erste ist Dostos komplett drüber geschossen. Die armen Leute müssen alle in den zweiten Doppelstockwagen hinterlaufen, ne? Durch diese enge Verbindungstür, um aussteigen zu können. Aber egal. Hau mal erstmal kurz. Die Bremse kann ich erstmal lösen. Eben, dass man einfach mit einer höheren Geschwindigkeit in den Chemnitzer Hauptbahnhof einfahren kann. Und dabei hat man diesen Streckenabschnitt, den man neu gebaut hat, unter einer neuen Streckennummer versehen. Also es ist jetzt eine andere Bahnstrecke. Es ist jetzt nicht mehr die Bahnstrecke Dresden-Werder, auf der wir sind jetzt gerade, sondern auf irgendeiner anderen kleinen Strecke hier zwischen Hilversdorf und Hauptbahnhof. Zwickau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Chemnitz Hauptbahnhof. Weißt du, was ich an manchen Kalendern ein bisschen doof finde? Was gerade denn? So Familienkalender oder so. Da sind dann so viele Fotos verarbeitet, dass selbst auf der Start, auf dem Startblatt, was man sozusagen nur mal so eine halbe Woche da irgendwie hängen hat, unter dem anderen Kalender, dem alten. Die Fotos ist immer schade drum. Also ich meine, ja, man kann einfach die besten Fotos aus dem gesamten Kalender da reinpacken, aber es gibt halt auch öfter mal irgendwelche Kalender, wo dann ein anderes Foto drauf ist. Das ist eigentlich voll traurig um diese, ja. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. So, ich habe mir über die man reden kann, wenn man nicht weiß, über was man reden soll. Ja. Hier mal den Autozug. Für deine Bestätigung. Ganz, ganz vielen weißen Autos. So, ich hab's geschafft, in 23 Sekunden unter 85 zu kommen, weil hier wurden 80 angekündigt. So, hier sehen wir jetzt gerade, von links kommen die Gleise aus Riesa und noch ein Stückchen weiter links kam jetzt gerade eben noch die Gleise der Bahnstrecke aus Geithain. Und plötzlich kommen jetzt hier, von rechts kam die, Gottes Willen, jetzt von links kam jetzt gerade nochmal die Gleise, die früher halt eben hier mal die Bahnstrecke Dresden-Werdau waren, in einer relativ engen Kurve halt eben. Deswegen zu dieser etwas weiteren Kurve schon besser. Und jetzt hier rechts neben uns haben wir gerade die Gleise aus Riesa und dann noch weiter rechts haben wir die Gleise aus Geithain. Nächster Halt, Chemnitz Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Ich muss die Bremse lösen, nicht weiter anlegen. Wir beschleunigen. 50 sind wir angekündigt, nicht 30. Und dann sollte ich mich vielleicht doch halten. Ansonsten bin ich zu langsam, weil ich habe eh schon 4 Minuten Verspätung.
Kleiner Spoiler, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir gerade die vierte Tausendherzüberwachung in Folge reingedrückt bekommen. Das macht man aber nicht. Ich soll trotzdem mal die 50 fahren, die angekündigt wurden. Und nicht 60. Kann man machen. Muss man nicht. So, und da haben wir vor uns auch den Chemnitzer Hauptbahnhof. Nicht das schönste, muss ich sagen. Das ist der Dresdner Hauptbahnhof natürlich um Welten schöner. Aber betriebstechnisch ist er sehr interessant. Deswegen will ich auch da mal eines Tages mal hinfahren. Genauso wie Zwickau, das ist ja auch ganz interessant. Weil in Zwickau zum Beispiel, da gibt es zwei Regionalbahnlinien, die dann parallel zur Straßenbahn bis in die Stadt reinfahren. Das finde ich auch ganz cool gelöst. Ist nicht ganz wie hier in Chemnitz, aber halt eben ähnlich wie, da, wie hier gelöst. Deswegen. Aber zeige ich euch gleich mal, was ich hier an diesem Bahnhof so besonders finde. Und ich hatte vorhin was erzählt, als wir einen Doppelstockwagen ja komplett über den Bahnsteig hinausgeschossen waren. Manche, die müssen sich alle durch diese enge Verbindungstür quetschen. Kann ich kurz mal so zeigen. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon mit Doppelstockwagen gefahren sind. Wäre noch immer seltener heutzutage. Da kann ich mal vielleicht zeigen, was ich da mit dieser engen Verbindungstür meine. Chemnitz Hauptbahnhof. Geschafft haben wir es ja. Ausstieg rechts. Sagen wir mal kurz unsere Fahrtauswertung. Irgendwas scheint den geplanten Zeiten nicht ganz zu stimmen, weil ich glaube, wir sollten nicht überall 23, 47, 8, 11, 19 angekommen sein. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Na gut, im Großen und Ganzen haben wir es noch relativ gut gemacht. Silber haben wir dafür bekommen. Ihr seht es, also relativ gut an die Geschwindigkeitsschränkung hier gehalten. Gut, das war ja am Anfang in Freital mit beschleunigen, bremsen, halt, beschleunigen, bremsen, halt. Und dann hier war Tharandt und dann hier hat es angefangen mit dieser Regionalbahnstrecke. So Regionalbahncharakter. Ah, nee, mit so einer Lokfahren irgendwie so. Nee, ist nie ganz so. Nee. Das Regionalbahn. Ich mag die Triebfahrzeuge lieber. Ja, und vor allem, wenn ich mich nicht 100% konzentriere, also du brauchst ja schon ein bisschen mehr Konzentration, vor allem bei so einer eher trägen Lok wie die 143, ihr wisst ja, ist ja meine totale Lieblingslok, ne, weil die ja so schön träge reagiert, dann brauchst du immer so den, jetzt bin ich zu schnell, jetzt wieder bremsen, aber dann musst du das mal ewig, dann wirst du trotzdem zu schnell und dann bremst du plötzlich stark, dann bist du so, ich bin zu langsam. Dann bist du wieder, dann gehst du aus der Bremsung raus, bist du ein Stück beschleunigen, weil du schon viel zu stark gebremst hast. Dann beschleunigst du wieder, bist du wieder zu schnell. Das ist ein einziges Hin und Her, immer zu schnell, zu langsam. Sie sieht es auch hier auch über so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Oder auch hier auch zu hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann nochmal bremsen, weil nächster Halt. Und hier auch so ein Hoch, runter. Vor allem hier, oh, hier war es ganz, ganz schlimm. Deswegen, das ist so eine, nee. Da muss ich sagen, da fahre ich hier wieder 146 zum Beispiel, weil das hat man ja auch auf der Dresd-Riesa ja gesehen. Also die lässt sich relativ gut fahren, die ist überhaupt nicht träge, die reagiert sofort direkt. Oder die mit einer 143 so in der drin sitze und nicht die indirekt über so einen Triebwagen steuere. Triebkopf steuere, nee, das ist nicht so, nee. Die 143 hat zwar den Nachteil, dass sie träge ist, aber hat den Vorteil, dass sie diesen Tempomat dafür hat und du somit deine Geschwindigkeit relativ gut halten kannst mit der Lok. Auch wenn du relativ gut, weil ganz gut ist nicht wirklich möglich, wenn die so träge reagiert. Dann kannst du dem wirklich trotzdem vergleichsweise gut halten, die Geschwindigkeit. Deswegen, ja, nehmen wir das so hin. Und hier mal ins Freispiel zurück. Denn was ich noch zeigen wollte, die Verbindungstür. Also ich gehe echt nicht gerne bei so einem Doppelstockwagen, wenn ich in einem Wagen bin, dann gehe ich echt nicht gerne über die Verbindungstür, weil dann hier den gelben Knopf drücken und dann findest du dich hier zwischen den Waggons. Hier hast du die Kabel links und rechts gespannt, dann hast du hier diesen Gummi, mit dem die Waggons aneinander, also der dem hier sind so als Dichtung. Dann hast du dir diese Schmuddelige, dann hast du hier so deine die Platte, die hier drauf gelegt wurde. Und dann musst du die zweite Tür aufmachen. Und also, das ist im Sommer, wenn du bist, hier ist ja gar nicht klimatisiert, da zieht das rein, heiß da, und wenn du hier
irgendwie sitzt so und dann kommt von da auch die warme Luft rein und noch schon mal so Winter. Wenn er wenn es da kalt ist, da zieht es hier richtig durch. Aber einmal im Winter fahren und sitzt hier oder sowas, jedes Mal, wenn jemand die Tür aufmacht, du kriegst erstmal deinen Frostbeulen. Deswegen, ne. Also das mag ich gar nicht, deswegen beneide ich auch, deswegen war ich auch so, sorry, die Frage ist, dass halt eben alle, die dann da aussteigen wollten, erst alle hier hinterlaufen mussten. Aber was ich zeigen wollte, also zum einen hat man hier die Durchgangsgleise, ist ja wie in Dresden auch, da gibt es auch Durchgangsgleise und dann noch Kopfgleise. Hier in Chemnitz, in Dresden ist ja in der Mitte die Kopfgleise, links und rechts die Durchgangsgleise in erhöhter Lage. Und hier im Chemnitz hat man eben hier die Durchgangsgleise und hier die Kopfgleise. Und dann haben wir hier vorne noch die Gleise 1 bis 4. Das sind nämlich die Gleise, an denen die Chemnitzbahn halt, ne? Ja, das ist immer wichtig. Und ihr seht es, hier sind das Straßenbahngleise und hier wären sie dann Zug-Zug-Gleise. Also die Gleise 3, 4, die fahren wir von den Straßenbahngleisen, da fahren die Chemnitzbahnen hier rein. Und dann gehen die da in das Gleisvorfeld eben über. Und die Gleise 1, 2, die biegen dann wieder ab und werden dann da wieder zu Straßenbahngleisen. So dass eben die Straßenbahnen, die hier, also nicht die Straßenbahnen, sondern die Chemnitzbahnen insbesondere, ich weiß nicht, ob auch Straßenbahnen hier enden, aber vor allem die Chemnitzbahnen, die halt eben hier enden, ne, dass die halt eben dann hier am Hauptbahnhof halt eben wenden können, hier um den Block herum und trotzdem im Hauptbahnhof drin halten. Also muss man mal überlegen, die Straßenbahnen halten im Hauptbahnhof drin selber und du musst halt eben hier nur einmal rüber auf die Gleise gehen. Das ist schon irgendwie cool und halt eben auch hier mit diesen Gleisen, die halt eben, vielleicht, wie ich vorhin meinte, hier Straßenbahn, da plötzlich Zug, S-Bahn. Alles finde ich schon ein merkenswertes Konzept. Das hat man schon echt gut gelöst. Bin ich cool, aber wenn man Dresden zum Beispiel nicht haben können, aufgrund des Diskrepanz der Spurbreiten. Na gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. War eine recht lange, wahrscheinlich auch informative Folge. Wir haben etwas über Münzen erfahren, wir haben uns die Natur angeschaut, wir haben über Pascals Vorlieben bei Zügen gesprochen. Ja. Wir haben so viel erlebt. Ja. Und wenn man auf der Strecke fährt, die ja bei einem auch noch in der Region halt eben liegt, dann kennt man sich natürlich, wenn man Eisenbahnfreund ist wie ich, dann noch ein bisschen stärker auch mit den Strecken aus, als wenn das irgendwie, keine Ahnung, so eine Köln-Aachen-Strecke ist, die ganz am anderen Ende der Republik liegt, mit der man gar nichts am Hut hat. Ihr seht es auch jetzt hier, 60 km/h, Ausfahrt bekommt der Kollege, muss er noch die Türen schließen, hat er zwar gerade schon mal, jetzt ging er wieder auf, und da als Richtungsanzeiger ein Z in Richtung Zwickau, denn genauso wie hier in die Gegenrichtung mehrere Strecken abzweigen, zweigen hier auch in die Richtung ein paar Strecken ab. Deswegen weiß der Kollege dann, dass er dann auf der Strecke weiter in Richtung Zwickau fährt. Deswegen, aber ja, danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüss.